17. Spieltag in der BBL. Rasta Vechta mit 4 Auswärtssiegen in Serie zu Gast in Ludwigsburg. Und die Niedersachsen auch mit dem leicht besseren Start in diese Partie. Aber dann Jeff Roberson mit Bullyball gegen Ferner, der Held aus dem Ulm-Spiel. Kann nicht dagegenhalten. Too small. Roberson zeigt es an. Kein Problem für ihn, die Punkte zu erzielen. Buey. Die Ludwigsburger erwischen den besseren Start in dieses erste Viertel und auch das zweite Viertel. Offensiv wahrlich kein Leckerbissen, deswegen gehen wir direkt zum Ende des zweiten Abschnitts. Grünlo nochmal mit einem Putback-Dunk. 6 Punkte Führung zur Halbzeit für die Ludwigsburger. Rein in den dritten Abschnitt, der dann einen deutlichen Richtungswechsel haben soll, denn Roberson, das sind wenige Punkte von Ludwigsburg, die fallen 14 insgesamt, 25 auf der anderen Seite bei den Gästen aus Vechta. Vor allem Tommy Cusi und Grünlo mit den nächsten Zählern. 10 und 15 am Ende für den deutschen Nachwuchscenter. Die NBA-Scouts werden weiterhin aufmerksam zusehen. Auch Ferner mit keiner besonderen Partie heute, aber in dieser Szene ganz, ganz wichtige Punkte von ihm. Es ist die erste Führung seit langer Zeit für Rasta Vechta, Mitte des dritten Viertels. Und sie hat Bestand. 10 Punkte die Führung. Graves nochmal für Ludwigsburg. Ein bisschen Schadensbegrenzung zum Ende des dritten Viertels. Auf der anderen Seite Aminu. Nur der Airball, aber Grünlo 15 Rebounds, 10 davon am offensiven Brett. Super starke Leistung vom Youngster bei den Niedersachsen. Rein ins Schlussviertel. Ludwigsburg kämpft sich zurück und das ist die erste Führung seit langer Zeit wieder für die Barockstädter. Jaron Lewis mit dem Fastbreak nach Stil von Jorman Polas Bartolo. 63-63, Mitte des vierten Viertels. Jetzt ist es ein absoluter Kampf auf Biegen und Brechen und die Vechter mit der leichten Führung, 70-68, Flanagan macht das toll über die linke Hand, direkt die Auszeit, 4-Punkt-Führung für Vechter und nach dieser Timeout von Josh King ist es Silas Merzen Möglichkeit zum 3-Punkt-Spiel, den Freiwurf vergibt er aber, obwohl ein 96-prozentiger Freiwurf, es kommt auf den letzten Wurf an, Tommy Cusi, der Block! Chance zum Sieg vergeben, das ist Graves mit den Punkten, aber er lässt noch Zeit auf der Uhr, wenn wir genau hinschauen. Javon Graves, er hätte einfach nur den Ball halten können nach dieser Wahnsinnsaktion von Beere gegen Cusi. Hier hätte er einfach nur ausspielen können, er macht es nicht, er lässt die Vechter im Spiel, 0,8 Sekunden. Wahnsinnig schwierig natürlich die Situation. Es bleibt dabei. 77-74, der Sieg für Ludwigsburg.